Am vergangenen Samstag hätte der Hamburger SV eigentlich in Dresden gastiert, um im Rahmen des 4. Zweitligaspieltages gegen die SG Dynamo anzutreten. Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde die Partie allerdings abgesagt. Den Nachholtermin gaben die Vereine am Mittwochvormittag bekannt. Die Zweitligabegegnung zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV wird am Dienstag, den 18. September nachgeholt. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Wir wollten das Spiel schnellstmöglich nachholen und genau das wird jetzt passieren. Auch wenn es nicht der fanfreundlichste Termin ist, hoffen wir auf die erneut starke Unterstützung unserer Anhänger, kommentierte HSV-Sportvorstand Ralf Becker die Neuansetzung der Partie. Aufgrund der Proteste in Chemnitz und dem damit verbundenen Polizeigroßeinsatz wurde das Duell, das ursprünglich auf vergangenen Samstag, 13 Uhr, terminiert war, auf Anforderung des sächsischen Innenministeriums von der DFL abgesagt. Wir hatten auf diese Entscheidung keinerlei Einfluss und bedauern die Spielabsage sehr, weil wir uns wie über 30.000 Fans auf ein Fußballfest gefreut hatten, sagte Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. HSV bietet Unterstützung für Auswärtsfahrer an für alle HSV-Anhänger, die ihre Reise in den Osten Deutschlands bereits geplant oder vollzogen hatten, konnte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz über eine Spendenaktion insgesamt 10.000 Euro einsammeln. Wie der Nordclub auf seiner Homepage bekannt gab, sollen mit dem Geld Bahntickets und Reisepakete, die über den HSV bezogen wurden, erstattet, sowie Fanclubs eine Unterstützung für eine erneute Reise angeboten werden.